Hallo, Harley hier und willkommen zurück bei diesen unglaublich intelligenten Zwergen. Unser Warrior hat einen Ausfall versucht und ist dabei kläglich gescheitert. Ich weiß nicht, warum die sich entschieden haben, so früh, so weit vorzulaufen. Es ist in Ordnung, wir müssen jetzt unseren Militärsquads, dem A, mit dem Move-Befehl mal nach hier hinten setzen. In der Hoffnung, dass das noch funktioniert. Ebenso unseren Bogenschützen, die werde ich auch nach hier hinten verlegen. In der Hoffnung, dass die noch tun, was sie sollen. Warum blinken die so komisch? Bestimmt haben die irgendwelche unglaublich, und ich drücke immer K statt V, unglaublich schwere Verletzungen davongetragen. Das bei bewusstlos, haben auf alle Fälle, sind auf alle Fälle alle Beinschüsse. Bewusstlos, der hat's gleich in den ganzen rechten und linken Arm gleich reingekriegt. Der Warrior ist auf der Flucht. Und Bomare Kogan Sareperab, der macht das auf alle Fälle nicht mehr lange. Der hat sein linker Fuß ist auch schon. Ist das unser Krüppel? So fies das jetzt natürlich klingt, ich habe nichts gegen Krüppel, aber ist das unser glorreicher Krüppel, der hier gerade brutal niedergeschossen wird? Und wer ist denn da jetzt schon wieder mutig im Ausfallangriff? Ich verstehe es nicht. Obo Cabra, der hat's natürlich, der ist noch heile und denkt sich, ich lauf jetzt los, bevor hier noch irgendwas anderes passiert. Ist draußen noch irgendwo ein Goblin in der Nähe? Lohnt es sich noch, das Gitter runterzumachen? Ich glaube nicht, wir werden es, glaube ich, trotzdem tun, damit die Zwerge, die hinten im Bogen warten, noch irgendwas zu tun haben. Es ist unglaublich, was hier heute los ist. New Task Pull. So. Macht das Ding runter, dann fühlen sich die, das sieht hier auch aus und das ist alles von unseren Zwergen, denn die Goblins stehen hier hinten brav und warten einfach, wie sie uns zu Klump schießen können. Ich hätte hier noch ein Floodgate hinstellen müssen, damit Zwerge, die hier hinten in Sicherheit stehen, nicht wieder auf die Idee kommen, hier rauszulaufen. S-A-M. Hier so weit nach hinten stellen, wie es geht. Ihr sollt da hinten bleiben. BM auch bitte nach hier hinten. Ihr könnt euch hier mitten in den Stockpile stellen. Das ist nicht schlimm. Wer ist denn da jetzt schon wieder vorne in einem Ausfallversuch? Nee, der holt nur irgendwelche Teile ab. Wir haben 4 bewusstlose Zwerge, die nichts zu tun haben. Und einen anderen Zwerg, der hier mutig hingelaufen ist. Und alle anderen Zwerge haben doch alle voll einen an der Klatsche, das ist doch nicht normal. So, Moment, die wollen sich wahrscheinlich jetzt hier Ausrüstungsgegenstände holen, weil der eine denkt sich, oh, da hinten ist gerade einer gestorben mit einer Brustplatte, ich hatte noch keine, ich hol mir die kurz. So, es tut mir leid, Leute, ihr werdet jetzt sterben müssen, weil ihr sowieso alle voll auf Angriff seid. Es tut mir natürlich leid. Für, wer steht denn hier oben? Ist der Einzige, der seinen Befehl befolgt? Schon wieder K statt V gedrückt. Wer befolgt als einziger Befehler? Olon Ushralibept, der Warrior, der befolgt Befehle, wahrscheinlich weil er unglaublich unglücklich ist und sich denkt, du kannst mich mal, ich hab da keinen Bock drauf. Oder hast du einfach nur so schlechte Ausrüstung, dass du ja denkst, nee, ich will nicht. Ja, sieht so aus, hätte da kein einziges. Doch ein bisschen Eisen hat er dabei, aber anscheinend nicht einmal eine Brustplatte. Doch da, dann passt das ja doch. Ich weiß auch nicht, was die wollen. Jetzt aber nochmal S und B. Ihr dürft natürlich jetzt alle hier vorne noch einmal Station beziehen. Weil ihr von hier hinten noch auf eure Kameraden schießen könnt. Der Trupp C darf mitkämpfen, einfach weil, warum nicht? Und Trupp D darf natürlich auch mitkämpfen, einfach warum nicht? Alle Zwerge mutig im Angriff laufen in ihr Verderben, weil wir sonst keine andere Chance haben. Wir versuchen, die Goblins von hier unten wegzulocken. Der wilde Pöbel ist auf alle Fälle auf dem Weg, lässt sich nicht beirren und kämpft mutig. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zwerge hier jetzt kläglich sterben werden, aber ist in Ordnung. Es sieht glatt so aus, als
müsste man, hier sind ein paar GGGs zu sehen, als hätte es ein paar Goblins erwischt. Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5 Invader hier irgendwo rumstehen. Wir können ja mal gucken, wo hier am Kämpfen, wie die großen Wunden hat der noch gar keine. Er ist einfach noch unglaublich gut gelaunt und wird jetzt hoffentlich demnächst größere Schmerzen davontragen, während unsere Bogenschützen ihn in die Falle treiben. Das ist ja schön. Nochmal gucken, wie viele Invader gibt es noch? Ein Invader ist noch mutig am Kämpfen. Der macht es aber nicht mehr lange. Der hat fast alle Körperteile sind kurz davor verloren zu gehen. Was möchte man mehr? Der Siege hier oben ist auch raus. Wir haben die erste Belagerung überstanden mit Verlusten von unglaublich zahlreich, nennen wir es mal, von 1, 2, 3, 4, 5 unserer Axtkämpfer sind weg. Der Anführer unserer Bogenschützen hat ebenso dran geglaubt wie einer seiner Kollegen. 3 von den Hammerzwergen und hier auch nochmal einer, das ist ja toll. Wir haben ungefähr so viele verloren, wie wir auch bekämpft haben. Toll, ein Traum, so muss das laufen, so ist das schön. Komm. Also, wir haben noch mehr Gefangene, wir haben einen Untoten. Ach, wir haben Geist. Ah, weil der Typ nicht begraben ist, haben wir jetzt einen Geist. Yeah, das nächste glorreiche Element dieses Spiels. Ist eigentlich einer unserer Zwerge in der Falle gelandet? Das werden wir dann gleich irgendwann mal rausfinden. Erstmal können wir den Alarm wieder ausstellen. Wir werden natürlich alles, was die hier gefunden haben, als annehmbar hinnehmen. Die sollen ruhig alles mitnehmen, was hier an toten Zwergenklamotten liegt und fliegt. Also Goblin-Klamotten meine ich. Das ist ja nichts Schlimmes. So, warte mal, Squad. A kann natürlich erstmal seinen Station-Befehl aufheben, B ebenso und C und D dürfen auch nach Hause. 5, 8, 7, 3 von 10, 10, 10, 4. 5, 7, 11, 12 Leute sind tot. Ich weiß nicht, wie viele Goblins es waren. Wahrscheinlich weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11. Ich verzähle mich hier schon. Aber wir haben eine Riesenkröte jetzt auch gecaged. Das ist schön. So, jetzt müssten alle unsere Idlers auf alle Fälle wieder was zu tun haben. Jetzt kommt gleich der wilde Pöbel erstmal mit den ganzen leeren Kisten und sammelt hier ein. Das ist gut. Wir müssen auch hier unten einmal gucken. Uns ist das Holz ausgegangen. War zu erwarten. A und Shift P. Wir müssen den Hebel wieder ziehen, denn wir brauchen unbedingt Holz, DT. Also das wollten wir ja eigentlich vorher machen, das klappte ja nicht, dann machen wir es jetzt. So, das alles bitte umhauen. Defensiv sind die Zwerge eindeutig relativ bescheiden dran und da oben scheint ein Zwerg rumzuliegen, dem nicht geholfen wird. Ne, unser Bowman schon wieder mit K statt mit V. Ist durstig. Ist das nicht schon wieder dieselbe? Ach Gott, ist mir eigentlich jetzt auch egal. Soll sie mal erstmal machen. Hier wird rumgeräumt. Die Hundeteile müssen noch eingesammelt werden. Ja, der Retro macht seine Meisterstücke, ist in Ordnung. Wooden Barrel needs Locks. Klar, haben wir nicht. Charcoal. Wir werden jetzt auf alle Fälle die Barrels, haben wir zwar 10 Stück hergestellt, werden auf alle Fälle rausgenommen, denn wir brauchen das eher für Kohle statt für andere Sachen. So, gut, dann gucken wir mal, wie das jetzt weiterläuft. Ja, ein Papi wurde tot gefunden. Das wundert mich gerade überhaupt nicht. Was ich eigentlich gerne... Shift D wollte ich jetzt mal gucken. Depot Esses ist dann, ob die das Depot erreichen können. Und man sieht sozusagen den Weg, wo sie langfahren können. Und jetzt klappt das auch. Das Depot ist erreichbar. Da, wo die Fallen sind, ist es dicht.
Ich glaube, als wir es vorhin hier oben hingestellt hatten, klappte das mit Ecke nicht. Hätte ich da nachgucken sollen, hab ich aber nicht. Viel schlimmer ist, dass das hier draußen gerade aussieht, als könnte das der Wagen nirgendwo ranfahren, langfahren, was mich gerade irritiert. Aber okay. Ist in Ordnung. Wenn das nicht klappt mit dem Wagen, müssten wir den Eingang verbreitern. Das hatte ich in dem Vorstellungsvideo, hatte ich ja, da habt ihr ja gesehen, da war ein sehr breiter Eingang, also war auch so ein Loch im Boden, aber der war um einiges größer. Und da kam dann Wagen rein. Also das wäre das Einzige, was mir noch einfallen würde, warum das hier dann nicht klappen könnte. Das sehen wir aber ja, wenn irgendwann mal eine Karawane kommt. Wobei, ja, die Elfenkarawane haben wir verpasst. Da war halt gerade eine Belagerung, da hatten sie keinen Bock. Unsere Drinks gehen ganz schön runter, was ich gerade doch schon sehr bedenklich finde. Aber dann müssten wir doch eigentlich wieder Barrels haben, ne? Muss dann doch jetzt langsam wieder funktionieren. Wir haben ja eben ein paar Barrels hergestellt. Mal gucken. Need empty cage. Wir haben schon wieder keine Cages. Wir müssen, ja. Unsere Cages leer kriegen. Das sieht ja schon mal gut aus. Habt ihr schon mal gut was freigeräumt, aber nichts, was irgendwie hilft. Wo ich gerade sehe, dass hier Militia Captain irgendwo fehlt. Das war hier. Wir müssen einen der Bowmans, ist auch egal welcher. Ich nehme mal raus. Und dann wird der erste hier, der erste Bowman, oder ist, wir können jetzt ja nur einen Bowman finden. Der wird dann sozusagen neuer Chef im Ring. Da. So. Litas Bla ist unser neuer Bowman. Ich weiß, wir haben sogar noch ein paar Bowmans in Reserve, die wir nachher nutzen könnten. Theoretisch könnte ich euch hier hinten mit den Hammerer 2, die könnte ich eigentlich auch rausnehmen. Denn wir haben ja eigentlich hier den Platz, ne? Hammer 2, die können wir dann nachher noch umbenennen, dass sie wieder alle Hammer sind. So, und den dritten Hammer 2, wo haben wir den da? So, dann haben wir das, dann müssen wir uns hier die Hammerer 2 nochmal raussuchen, V, Y, P, so, den Hammer, wo haben wir noch einen Hammer 2, da, V, Y, P, auch nur ein Hammer, und wo ist der dritte? Hammer 2, da. VYP und so. Militär ist wieder strukturiert, mehr oder weniger. So. Da haben sie mal schon mal angefangen, hat dann aber keinen Bock mehr, weil unten ja auch was zu tun ist. Das heißt hier unten die Designation DX. Werde ich hier erstmal kappen. Und hier unten gleich mit. Okay. Die Kamera sollte ich vielleicht schon ein bisschen früher kappen. So. Und hier hinten auch. Dann, kann man das nachher wieder fortführen. Aber die sind jetzt erstmal nicht so unglaublich viel beschäftigt und können dann hier oben unsere Goblin Cage Tötungsanlage fertig machen. So, wie sieht's denn hier aus? Habt ihr schon aufgeräumt ein bisschen? Ah, der Verletzte oder die Verletzte wird auch endlich mal abgeholt. Da liegt ja immer noch jemand, schon wieder K statt V. Wen hat's denn hier noch zerlegt? Einen unserer Bowmans, Buddy im Eimer, Bein im Eimer. Na, was soll es? Lass die liegen, wir räumen stattdessen irgendwelche Hundeteile auf. Das ist doch nicht wahr. Apropos Hundeteile. Unser Butcher war... da. Dem könnte man doch jetzt eigentlich sagen, add new task from dead animals. Müsste doch eigentlich klappen, das ist eh, ne? So. Nee, von land animals. Ich bin gerade sowas von, Moment. Cancel. Add new task. Butcher for dead animal. B. So. Soll er mal so lange machen, bis es keine toten Tiere mehr gibt? Müssten wir eigentlich genug von haben. Draußen wurden ja wieder die Hunde geschlachtet. Ist irgendjemand in einem Käfig, der da nicht drinne sein sollte? Ist die nächste Frage. Wir haben immer noch die Goblins in der ersten Reihe. Wir haben
Ein Steinblock, ja, okay. Den wollten wir ja nicht haben, den wir jetzt nicht mehr brauchen. Bist du da drin gecaged? Nee, Goblin Cage. Zedernholz ist in Ordnung. Goblin. Dwarf. Okay, wir haben einen eingecageden Zwerg, das ist schön. Den müssen wir da auf alle Fälle rausholen. Da muss ich nur noch mal, kriegen wir auf alle Fälle hin. Damit ist diese Folge auch schon wieder zu Ende. Wir haben ja den Siege gut wir haben den überstanden. Man sieht, der Gang ist irgendwie, ja, sieht klasse aus. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Tschüss.